Ja, willkommen bei Osnabrück TV. Ich freue mich, dass wir heute wieder einen prominenten Gast hier bei uns im kleinen Studio haben. Stefan Wessels ist bei uns. Stefan, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Ja, hallo. Schönen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Stefan, du hast ja vor kurzem erst die Osnabrücker Ballschule Bacchos eröffnet. Und zwar machst du das ja beim OTB in der Halle. Und wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Oder hat dich vielleicht einer deiner beiden Söhne vielleicht auch inspiriert? Ja, es war im Prinzip ein längerer Prozess, muss ich dazu sagen. Es fing an damit, dass vor 2 Jahren das so war, dass mein großer Sohn, der damals 3 war, dass er, wie halt viele Kinder, gerne Fußball spielen wollte. Ich dann das Fußballtraining da übernommen habe und dann aber in dem Training gemerkt habe und mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, dass eigentlich nicht empfohlen wird, für so kleine Kinder eine Sportart nur zu betreiben, sondern dass die Kinder sich generell bewegen sollen, viel Spaß haben sollen und das Ganze, ja, was ich gerne mache, mit Bällen mache, und bin dann auf die Ballschule in Heidelberg gestoßen, die 1998 von der Universität Heidelberg gegründet wurde, von einem Professor Roth, und seit, ja, fast 15 Jahren erfolgreich betrieben wird. Und ja, da habe ich dieses Konzept, habe mich damit beschäftigt, habe mir das Ganze auch dann angeschaut und finde dieses einfach toll. Das Prinzip halt der Ballschule Heidelberg, die halt sagen, die Kinder sollen nicht nur eine Sportart machen, sondern die Kinder sollen mit ganz vielen Bällen, vielen verschiedenen Bälle spielen, sehr viel spielerisch machen, natürlich auch Übungen, aber dass sie einfach ihre eigenen Erfahrungen sammeln sollen. Und haben so einen groben Leitsatz, der sagt, also ich weiß von mir früher noch, wir sind nach der Schule oder Kindergarten wahrscheinlich noch nicht so, aber sind wir dann nach draußen gegangen, haben auf dem Bolzplatz gespielt. Und das ist so diese Straßenspielkultur, die es dann noch gab, die heutzutage ja zumindest in den Städten zum größten Teil weggefallen ist. Und die Ballschule so soll die Straßenspielkultur ersetzen, übertrieben gesagt. Und das finde ich halt einfach schön, dass die Kinder ja, viel spielen können und einfach Spaß haben und dass die Kinder dann auch beim Sport bleiben sollen. Dass sie dann nicht auf eine Sportart fixiert sind und dann vielleicht irgendwann keine Lust mehr dazu haben, weil es vielleicht doch nicht die richtige für sie ist, sondern dass sie erstmal ganz viele verschiedene Sachen kennenlernen und dann, wenn sie ein bisschen älter sind, auch sagen können, okay, ich spiele Basketball oder ich spiele Fußball, Hockey, Tennis, was auch immer es gibt. Und diesen Ansatz finde ich halt einfach sehr schön. Noch dazu, dass es halt einfach erprobt ist. Da steckt ein Lehrplan dahinter, der aus Heidelberg kommt. Und da habe ich dann gesagt, in Osnabrück gibt es sowas nicht. Und ich glaube, dass es für viele Kinder eine sehr gute Sache sein kann. Ja, das Konzept hört sich interessant an. Ich denke, das ist eine ganz bestimmt eine ganz gute Sache. Ich denke auch, dass das gut angenommen wird. Vom Konzept her, man kann da ja dann auch sicherlich sehen oder rausfiltern, wer welche Talente vielleicht hat und dann vielleicht speziell auf diese Talente dann nachher. Ich meine, es kommen natürlich 3-Jährige bis 10-Jährige, glaube ich. Und ja, das hört sich gut an, das Konzept. Ich denke, das wird gut angenommen. Ja, also wenn der Erfolg deutschlandweit, zum Teil auch im Ausland, gibt einfach diesem Konzept recht. Es sind Tausende von Kindern, die über ganz Deutschland verteilt das machen, weil sie einfach viel Spaß haben, weil die Kinder gerne hingehen. Es ist überhaupt kein Leistungsdruck da. Es sind Jungen und Mädchen zusammen und dass sie einfach viel Spaß haben sollen. Und es geht nicht darum, ja, du bist der Beste und ja, ihr seid nicht so gut, ihr spielt am Wochenende nicht oder ihr geht in eine andere Mannschaft oder sowas. Das gibt es da halt einfach nicht, sondern dass die Kinder einfach wirklich gerne dahin kommen und ganz viel Spaß haben und das halt dann auch fürs Leben hoffentlich mitnehmen können. Und es gibt halt auch Statistiken, die sagen, dass mit 17 Jahren mehr Kinder wieder aus Sportvereinen ausgetreten sind, als noch in Sportvereinen drin sind. Und das zeigt ja eigentlich, dass die Kinder nicht das gefunden haben, was sie eigentlich gerne machen möchten. Und wenn sie aber dann verschiedene Sachen erstmal aufgezeigt bekommen, die im Sport oder die speziell mit Bällen möglich sind, dann haben sie auch andere Chancen, sich etwas auszusuchen, als wenn sie dann vielleicht nur Fußball, der halt gerade in dem jungen Alter eigentlich nur fast nur fabriziert wird, nur den Fußball kennenlernen. Und ja, ich bin von dem Konzept überzeugt und bisher auch die Stunden, die ich gegeben habe, die Kinder waren, haben viel Spaß gehabt und von daher glaube ich, dass das für die Kinder schön sein wird und für mich persönlich natürlich auch, wenn ich das machen darf. Ja, hinzu kommt noch, dass du dann auch gerne mit den Kindern arbeitest. Und bei deiner Arbeit haben wir dich in den letzten Tagen mal beobachtet und haben mal ein paar Minuten zusammengeschnitten. Und da könnt ihr euch zu Hause mal kurz angucken, wie der Stefan mit den Kindern da arbeitet. Viel Spaß. Genau, und fangen. Super. Dann legt ihr die Dicke zum Schluss.
gut. Super, und nochmal rüber. Und auch rüber. Und fang ich hier. Super. Fang ich? Hinterher zu den Schatten. Super, und. Super. Super, und gemacht. Ja, und wer noch nicht genug gesehen hat und noch mehr Informationen sehen will von der Osnabrücker Fußballschule Barkos, der kann sich hier diesen Flyer besorgen. Da steht alles Wichtige drauf, wie man dahin kommt, was angeboten wird und die Zeiten. Und ja, alles Weitere könnt ihr da sicherlich lesen. Ja, Stefan, wenn ich dich hier schon mal an meiner Seite sitzen habe, dann komme ich natürlich nicht drumherum, dich natürlich auch über deine Profilaufbahn anzusprechen, das ist klar. Mit deiner Ballschule wünschen wir dir erstmal viel Erfolg und Spaß. Und ja, deine Profilaufbahn, du durftest natürlich bei einigen interessanten Vereinen spielen. Ja, du bist, glaube ich, vom TuS Lingen aus nach München gewechselt. Dann hast du in Köln gespielt, du hast in Basel gespielt, du hast zuletzt in Odensee gespielt. Das waren alles interessante Vereine. Was bleibt denn da so hängen? War da irgendwie vielleicht ein Verein, wo du sagst, das war ganz speziell, das war so interessant, da habe ich unwahrscheinlich viel mitgenommen? Ja, wie du schon gesagt hast, ich habe halt viele verschiedene Vereine kennengelernt. Am Ende war es, ja, was heißt zu viele Vereine? Jeder Verein war sehr interessant, aber es war dann doch ein bisschen anstrengend, weil es einfach relativ kurze Abschnitte einfach waren. Aber für mich war es einfach sehr schön, dass ich in viele Vereine einen Einblick hatte, viele große Vereine auch. Oftmals, dass wir um Meisterschaften mitgespielt haben. Und deswegen kann ich eigentlich von jedem Verein, habe ich viele positive Dinge mitgezogen. Natürlich sind auch Sachen nicht so gut gelaufen, keine Frage. Aber das war einfach schön, ja, ganz viele verschiedene Sachen mitzuerleben. Ob es in München war, mein erstes Spiel in der Champions League zu machen, Meisterschaften zu fahren, oder Champions League, die wir gewonnen haben. In Köln, gut, da war es sportlich nicht so erfolgreich, aber dafür war die Atmosphäre ganz, ganz außergewöhnlich. Wie die Stadt diesen Fußball gelebt hat, das war toll. Dann habe ich englischen Fußball in Everton erleben dürfen. Das war auch ein Traum von mir, Premier League ja, zu spielen und generell auch diese Atmosphäre wieder mitzunehmen. Osnabrück war sehr interessant. Jetzt sind wir letzten Endes ja auch in Osnabrück gelandet. Basel war auch nochmal wieder ein schöner Abschnitt, wo ich ein Jahr da war und das Double gewonnen habe. War auch nicht so schlecht. Und jetzt zum Abschluss in Dänemark, in Odense, war auch nochmal gut. Da konnte ich dann halt so quasi, ja, was heißt, meine Karriere abrunden. Aber ich sage, konnte nochmal eine Champions League Quali spielen. War dann halt auch bei Bayern, weil ich habe zwar auch Champions League gespielt, aber war immer Nummer 2. Und in Odense war ich halt die Nummer 1, konnte Champions League Quali spielen, konnte Europa League spielen. Und deswegen war es halt wirklich, dass ich sage, das war eine sehr schöne Karriere, die ich hatte. Mit Schattenseiten natürlich auch. Aber im Endeffekt habe ich die Zeit sehr genossen. In der Zeit hast du ja auch viele verschiedene Trainer gehabt. Hat dich da vielleicht einer besonders geprägt? Ja, von jedem Trainer, finde ich, kann man immer was mitnehmen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass ich von jedem Trainer was mitgenommen habe. Aber was für mich, vielleicht auch, weil es die erfolgreichste Zeit war bei Bayern, mit Ottmar Hitzfeld, das war einfach, es war mit Sicherheit nicht das allerbeste Training. Da haben andere Trainer, die ich erleben habe, die vielleicht, ja, mit Sicherheit ein genauso gutes Training gemacht haben. Aber die Menschenführung, die war einfach ja, wie ich finde, außerordentlich gut. Und das war einfach, oder ist, denke ich, immer noch seine große Stärke, dass er genau weiß, wie er mit den Leuten umzugehen hat. Und das wird auch, denke ich mal, einer der Erfolgsschlüssel sein, warum er seit, ja, ich weiß gar nicht, inzwischen fast 20, 25 Jahren erfolgreich arbeiten kann. Ja, das hört sich alles sehr interessant an. So alt bist du aber noch gar nicht. Eigentlich könntest du ja noch mal so ein bisschen durchstarten, oder? Ja, ich kann mit der Ballschule durchaus durchstarten. Ich hätte natürlich auch beim Fußball durchstarten können, ja, aber es war halt, wie ich es ja angedeutet habe, die waren die letzten Jahre, damals, als wir nach Osnabrück gekommen sind, war es eigentlich auch auf eine längere Sicht an oder längere Dauer angelegt. Hat sich dann ja, aus verschiedenen Gründen zerschlagen, recht schnell. Und dann sind wir so ein bisschen durch die Gegend getingelt quasi. Und inzwischen haben wir 2 Kinder. Und da war es dann einfach klar, dass es nur für einen begrenzten Zeitraum geht. Und deswegen war jetzt einfach, unser großer Sohn kommt nächstes Jahr zur Schule. Und da haben wir gesagt, da möchten wir noch im nächsten Jahr spätestens noch in Osnabrück sein. Wären deshalb gerne noch ein Jahr in Dänemark geblieben. Hat nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir jetzt schon nach Osnabrück. Und dann gibt es ja auch noch andere Sachen außer dem Fußball. Auch wenn es der Fußball natürlich wieder eine tolle Zeit war. Aber das normale Leben, denke ich mal, ist auch sehr schön. Und da freue ich mich darauf, dass ich das dann jetzt genießen kann.
Ja, das ist schön. Da wünschen wir dir viel Spaß bei. Stefan, man konnte lesen, dass für dich das Aufhören im Profifußball nicht schwer gefallen ist. War das wirklich so? Weil wenn man damit aufhört mit dem Profifußball, dann geht ja auch so ein Stück Lebenstraum, endet dann. Ist das nicht schwer? Ja, natürlich war es ein Lebenstraum, aber das war halt für mich, ich habe einige Schattenseiten halt auch kennengelernt, weil beim Profifußball, der ist toll, dass viele Kinder oder alle Kinder wollen sehr viele Kinder wollen Profifußballer werden, aber es gibt halt auch viele Sachen, die nicht so, die man vielleicht nicht so mitbekommt oder die auf jeden Fall nicht ganz so schön sind. Aber nichtsdestotrotz, das letzte Jahr, was ich in Dänemark hatte, das hat so das Ganze abgerundet. Und ich habe vorher schon zwei Phasen gehabt, wo ich eine Zeit lang auf den Verein gewartet habe, sodass ich mich darauf vorbereitet habe, was möchtest du danach machen? Und dieser Idee mit der Ballschule, der ist halt schon länger in meinem Kopf. Und da habe ich halt auch schon im Prinzip seit fast einem Jahr, als es für mich absehbar war, dass im Sommer in Dänemark Schluss ist, habe ich mich halt darauf auf diese Situation vorbereitet. Und deswegen war ich dann halt wirklich, dass es für mich nicht aus heiterem Himmel kam, was machst du jetzt? Sondern ich habe mich da halt mental darauf vorbereitet und dementsprechend komme ich im Moment da sehr gut mit klar. Natürlich ist irgendwo so ein Kitzeln dabei. Ich war vor 2-3 Wochen war ich in München, habe ich mir in der Allianz Arena das erste Mal als Zuschauer ein Spiel angeschaut. Und natürlich ist das ist eine Atmosphäre, die, ja, wenn man die einmal erlebt hat, auf dem Platz, so dieses Adrenalin, was da freigesetzt wird, das ist toll, das ist klasse, keine Frage. Aber es war ein bewusster Schritt von mir. Wie du sagst, ich bin 33, ich hätte mit Sicherheit noch einige Jahre spielen können. Aber es war halt, wo ich gesagt habe, es gibt noch andere Sachen und es gibt Sachen, die wichtiger sind als Fußball. Und dementsprechend war es wirklich eine ganz bewusste Entscheidung. Und einige, die mir gesagt haben, vielleicht in ein paar Jahren bereust du es, vielleicht ist es so. Aber momentan fühle ich mich mit der Entscheidung sehr wohl. Das kann man ja auch jetzt noch nicht sagen. Da müssen erst 2-3 Jahre ins Land gehen. Aber trotzdem kam es ja dann nicht unvorbereitet für dich durch irgendeine Verletzung, dass du jetzt aufhören musstest. Du hast dich mental darauf vorbereitet. Und ja, wie gesagt, es gibt auch ein Leben nach dem Fußball. Genau. Definitiv. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Wünschen dir viel Erfolg bei deiner Ballschule. Und den jungen Leuten, die da mitmachen, den Kindern zwischen 3 und 10 wünschen wir natürlich auch viel Spaß. Und ich glaube, Spaß ist das Wichtigste da. Das ist das. Ohne Spaß bringt das Ganze gar nicht. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.